Hallo, servus, herzlich willkommen zu meinem neuen Stadion-Vlog auf meinem Kanal. Ich habe Besuch heute da, der Luis ist bei mir. Warum ist der Luis bei mir? Er hat beim letzten Gewinnspiel ja fast souverän abgeräumt. Die Frage war, wie viele Trikots befinden sich in meiner Sammlung? Ich blende hier nochmal das Bild ein. Luis, wie viel hast du gesagt, waren es? 210. 210 Stück. Fast richtig, sind 218, aber der Tipp war überragend. Deswegen hochverdient für dich ein nagelneues Deutschland-Trikot. Halte es in Ehren, ist zwar ein bisschen groß, aber da wächst du schon rein. Und jetzt dein Tipp, wer wird Europameister? Ja, Deutschland natürlich. Gute Antwort. Hoffen wir es, drück mal die Daumen. Für mich geht es jetzt weiter an Bahnhof. Ich bin unterwegs beim Wiener Derby, Rapid Wien gegen Austria Wien. Richtiger Kracher wieder. Für euch gibt es dazwischen ein paar Infos wie gewohnt und würde ich sagen, Luis, du bist dran. Jo. Heute geht's in die Hauptstadt von Österreich. Es geht nach Wien. Die Stadt hat 1,897 Millionen Einwohner und gehört für mich zu einer der schönsten Städte Europas. Bekannt ist Wien unter anderem für seine leckere Wiener Sachertorte, das Original Wiener Schnitzel, seine einzelnen Bezirke, dem Wiener Prater und dem Stephansdom, das Schloss Schönbrunn und das historische Stadtzentrum, dem Wiener Naschmarkt und natürlich einem Wiener Original Edmund Sackbauer oder auch besser bekannt als Mundl. Ein echter Wiener geht nicht unter. Jetzt aber zum Fußball. Die zwei größten Vereine in Wien sind die beiden Dauer-Hassrivalen Rapid Wien und Austria Wien. Im ersten Teil möchte ich euch ein wenig über die heutige Gastmannschaft Austria Wien erzählen. Austria Wien wurde am 15.03.1911 gegründet. Die Vereinsfarben der Austria sind lila und weiß, weshalb sie auch gerne die Veilchen genannt werden. Austria Wien wurde bisher 24 Mal österreichischer Meister und 27 Mal österreichischer Pokalsieger und aufgepasst, 19 Mal Wiener Stadthallensieger. Das Wiener Hallenturnier war nicht nur in Österreich ein sehr populäres, traditionsreiches und gerne gesehenes Highlight in der Winterzeit. Der letzte internationale Erfolg war die Qualifikation für die Champions League 2013. Viele bekannte Spieler trugen bereits das Trikot der Veilchen. Da wären zum Beispiel Ralf Hasenhüttl, Herbert Prohaska, Eduard Edi Krieger, Toni Polster, Peter Stöger, Ivica Vastic, Slatko Junosovic und Helmut Kögelberger, der sogar noch mit meinem Papa zusammen beim LASK gespielt hat. Rekordspieler bei Austria Wien ist Robert Sara, der von 1964 bis 1984 unglaubliche 571 Spiele für die Austria bestritten hat. David Alaba war in seiner Jugendzeit auch bei der Austria tätig. Aktuell ist er sogar zusammen mit dem Verein selber mit 2% der einzige Aktionär der FK Austria Wien AG. Die Heimspiele tragen die Veilchen in der Generali Arena aus. Diese fast gemütliche 17.500 Zuschauer. Heute aber müssen sie beim Stadtrivalen Rapid ran. Guten Morgen aus Wien und schaut euch dieses Wetter an. Kaiserwetter, 6 Grad plus. Herrlicher Sonnenschein. Ich stehe gerade noch vor meinem Hotel, zeige euch kurz die Räumlichkeiten und dann geht's ab in die Stadt. Da nehme ich euch natürlich mit hin. Bis gleich. Ich bin heute im Leonardo Hotel und das ist der Rezeptionsbereich. Da ist gerade relativ viel los, weil auch ausgecheckt wird. Das sehe ich tatsächlich auch zum ersten Mal im Hotel. Hier kann man Getränke kaufen und Snacks. Und bezahlen kann man gleich hier an der Kasse. 24/7. Und da ist noch der Barbereich. Kann man am Abend ein bisschen chillen. Und hier fängt dann das Frühstück auch an. Das werden wir auch noch testen wahrscheinlich. Hier haben wir auch noch so einen chilligen Bereich. Hinten sind 4 Displays. Alles sehr, sehr sauber, sehr schön eingerichtet. Wunderbar. Schauen wir uns mal das Zimmer an. Was mir gleich auffällt, ist dieser schöne Boden. Richtig schöne Farbe, gefällt mir super. Das ist das Badezimmer. Alles sehr sauber, schöne Dusche, Waschbecken, alles da. Ja, und vom Bad direkt die Aussicht auf sein Schlafgemach. Hier eine einzelne Toilette und die widme ich heute meinem guten Freund Michael Much, weil er so hasst, dass ich die Toiletten bei meinen Vlogs immer aufnehme. Michi, die ist für dich. Da haben wir noch einen kleinen Kühlschrank, Kleiderschrank, Ordnung muss sein. Meinen Arbeitsplatz habe ich auch schon hergerichtet, da werde ich dann die Videos schneiden. Hier das große Bett. Wunderbar geschlafen heute Nacht, richtig groß. Ich habe sogar ein bisschen hergerichtet, dass es nicht so schlimm ausschaut bei der Filmerei. Da kann man ins Bad schauen. Und dann haben wir noch die Aussicht auf Wien. Das ist der Hauptbahnhof und was für ein schönes Wetter haben wir. Perfekt! Leonardo Hotel, auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn man mit dem Zug anreist, direkt am Hauptbahnhof und man ist ungefähr in 16 Minuten am Schloss Belvedere zu Fuß und kann dann seine Wien-Tour starten. Also deswegen Daumen nach oben. Da strahlt auch schon der Fernsehturm von Wien raus.
Der ganze Bahnhofsbereich ist auch voll mit richtig großen Hotels und alle sehr stylisch. Das ist mal eine farbenfrohe Straße. Kunterbunte Häuser. Alle Farben dabei. Das wird mein erster Startpunkt sein, Schloss Belvedere. Strömen sie schon alle rein um 10 Uhr in der Früh. Schon das Eingangstor ist wirklich schön und wird bewacht von ihm hier. Das ist das schöne Schloss Belvedere mit einem tollen Vorgarten, wunderbarer Teich und auch die Gebäude außenrum. Alle sehr, sehr schön. Oh, dieses Wetter ist so traumhaft. Es macht so Spaß, Städte bei dem Wetter anzuschauen. Das ist jetzt der Blick von der anderen Seite nach vorne raus. Und auch die Häuser im Hintergrund architektonisch wunderschön. Das ist die Rückseite vom Gebäude und schaut euch bitte mal diese Aussicht jetzt an in den Garten und auf die Stadt. Wahnsinn auch, wie diese ganzen Figuren detailliert gemacht worden sind. Sehr nice. Für euch zur Info, das Schloss und der Garten sind übrigens zwischen 1713 und 1724 entstanden. Und hier nochmal das Schloss mit seinem ganzen Garten und ich schätze, dass es im Sommer hier richtig blüht. Schauen wir mal weiter. Das ist ja ein Muss, nochmal nach Wien zu kommen. 26. Mai, David Hasselhoff und Münchner Freiheit. Wenn man sich hier die Häuser so anschaut, auch zum Beispiel das Haus hier, architektonisch ist das alles wunderschön und fast die ganze Stadt schaut genauso aus. Cool, das schöne Gebäude ist sogar die französische Botschaft. Und das ist ein Denkmal für die gefallenen russischen Sowjetsoldaten während des Faschismus und im Hintergrund haben sie die Mauer mit Ukraine-Farben bemalt. Das ist mal eine Botschaft. Überall an den Gebäuden hängen auch diese Figuren hier, die bis ins Detail wirklich gut gemacht sind. Und das hier ist die Karlskirche, die wurde in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts erbaut. Und auf diesem Platz hier treffen sich morgen die Austria-Wien-Fans, um gemeinsam ins Allianzstadion mit einem Fanmarsch zu gehen. Da werden wir vielleicht auch vorbeischauen. Überall fahren auch diese lustigen Autos rum, Klassiker. Und ein österreichischer Superstar hat hier sein Restaurant gewidmet bekommen, Falco. Hier haben wir das Wiener Konzerthaus und hier steht Ehrt euren deutschen Meister. Dieses Jahr vielleicht Bayer Leverkusen. Leider. Nächste Attraktion, der Wiener Stadtpark. Auf geht's. Am Eingang ist gleich der Wientalkanal. Sehr wenig Wasser drin. Ja, bei dem Wetter lässt sich natürlich in so einem Park aushalten. Da haben wir eine goldene Statue von Johann Strauss. Es gibt hier auch eine überdimensionale Gartenuhr und wie man sieht, 20 nach 12 und langsam knurrt der Magen. Und hier lassen sich die Wiener gut gehen bei traumhaftem Kaiserwetter. Blauer Himmel. So, nächster Step, es geht weiter. Ich gehe jetzt Richtung Innenstadt zum Stephansdom und da werde ich auch schauen, ob es was zum Essen gibt. Auf geht's! Es fällt darauf, dass hier in der Stadt wirklich kein hässliches Haus ist. Es passt alles zusammen, es ist idyllisch. Ich weiß nicht, wie es außerhalb ist, da kenne ich es nicht, aber auch hier mit diesem kleinen Café, wunderschön. Ich bin eingekehrt im Gasthaus Pöschl und werde mir jetzt was zum Essen suchen. Ein schönes, kultiges, altes Lokal. Und das sieht mal richtig gut aus. Ein ausgenommenes Backhändel mit einem Erdäpfel-Gurkensalat. Probieren wir es mal. Überragend. 8 von 10. Super. Ja Leute, wenn ihr in Wien seid, unbedingt ins Gasthaus Pöschl gehen. Ein sehr altes Lokal, etwas abseits vom Touristentrubel, aber sehr, sehr lecker. Daumen nach oben. Und hier strahlt das Wiener Wahrzeichen, der Stephansdom, der übrigens schon 1365 zum Dom ernannt worden ist. Im Dom sind Wiener Kardinäle und Erzbischöfe beigesetzt. Hier auf dem Platz haben sie auch einen Krankenwagen ausgestellt, der aus der Ukraine kommt. Und es schaut echt massiv aus mit den ganzen Einschusslöchern. Wahnsinn. Merkt man, dass es kein Spaß ist. Die Scheibe ist auch völlig zertrümmert. So schaut der Stephansdom von innen aus, sehr hoch, aber ein wunderschöner Dom.
Und natürlich wird eine Kerze angezündet, vor allem für Gesundheit. Hier ist nochmal der Dom von der anderen Seite. Ja, wunderschöne Kutschen, aber ich muss sagen, die Pferde tun mir richtig leid. Ich würde sowas abschaffen lassen. Wie ich diese Schnitten liebe, ich kann es euch nicht sagen. Und wie lecker sehen bitte diese Cinnarolls aus? Oh Gott. Hier im Do & Co. Restaurant wird der Original Wiener Kaiserschmarrn gemacht. Direkt auf der Straße. Lecker. Hier am Domplatz ist auch diese Würstelbude und ich sag's euch, diese Käsekreiner sind unglaublich lecker. Probieren! Und hier am Schaufenster wird gerade der Original Wiener Kaiserschmarrn gemacht und der schaut mehr als lecker aus. Und wenn ihr wüsstet, wie das hier riecht. Ich konnte nicht widerstehen, er hat so lecker ausgeschaut, aber 150 Gramm, 7,90 Euro. Schauen wir mal, was er kann. Wow, 9 von 10, überragend. Ja, was ich ganz vergessen habe zu erwähnen, ist, dass ich morgen beim Spiel nicht auf den normalen Plätzen sitze, sondern in der VIP-Lounge mit Essen, mit allem drum und dran. Vielen Dank an den SK Rapid dafür, ich freue mich richtig drauf. Schauen wir weiter. Und noch ein kleiner Tipp von mir am Rande, in dieser Straße eurer Frau nie die Kreditkarte geben. Wir haben hier Michael Kors, Tiffany & Co. Da vorne ist noch Dior und Louis Vuitton und auf der Seite Ferragamo, Cartier. Die ganze Straße ist voll mit diesen Modeläden. Auch ein schöner Platz. Hier haben wir das österreichische Parlament. Rechts davon ist Kaiser Franz Josef als Statue. Und noch ein bisschen weiter geht es ins Sissi-Museum und in die spanische Hofreitschule. Und rechts haben wir noch die Hofburg. Wunderschön. So haben wohl früher die Wachposten ausgeschaut. Nicht viel Platz. Und hier haben wir nochmal die Hofburg von der anderen Seite mit einem wunderschönen Notenschlüssel im Rasen drin. Und hier ist auch nochmal Mozart abgebildet. Übrigens, der ist nicht nur bekannt wegen seinen Kugeln. Und hier haben wir noch den Herrn Goethe, der schon so lange sitzt, dass er ganz grün ist. Soll bitte keiner sagen, dass Stadion-Vlogs keine Arbeit sind. Über 15.000 Schritte und es ist 3:30. Kurze Zusammenfassung, was soll ich sagen? Wien, eine wunderschöne Stadt. Ich bin mittlerweile das zweite Mal hier und es beeindruckt mich immer wieder, wie schön diese City ist. Ich gehe jetzt ganz kurz ins Hotel, mache mich ein bisschen frisch und heute Abend wird noch ein Original Wiener Schnitzel gegessen und da nehme ich euch natürlich mit hin. Bis gleich. Ciao. Kurz im Hotel ausgeruht und ich bin schon wieder am Stephansdom in der Innenstadt und wir gehen jetzt ein lecker Wiener Schnitzel essen. Auf geht's. Und wir sind im Lugeck gelandet und da gibt es ein schönes Wiener Schnitzel. Und hier ist das gute Stück Original Wiener Schnitzel mit einem leckeren Kartoffelsalat. So. Zwölf von zehn, überragend. Leute, wenn ihr hier seid in Wien, unbedingt ins Lugeck gehen. Wiener Schnitzel, eine 12 von 10, es war sehr, sehr lecker. Jetzt gibt es noch einen kleinen Absacker in die Weinorgel, ganz kleines Weinlokal und die Sprüche, die passen einfach. Wer Wein verdient, soll nicht Wasser bekommen und hinter dieser Tür befindet sich unser größter Schatz. Da schauen wir noch rein. Die größte Überraschung ist hier dieser Erdnussteller und wer keinen Bock auf die Schale hat, der wirft sie einfach hier am Boden. So schaut es hier aus, aber ein Insider-Lokal, richtig super. Leute, es ist soweit, Matchday und ich habe richtig Bock auf dieses Spiel heute. Ich bin schon auf dem Weg zur Karlskirche, da soll ja der Fanmarsch von den Austria Wien Fans losgehen und da treffe ich mich auch mit dem Cedric. Da schauen wir mal, was da so los ist. Für euch jetzt noch ein paar Infos zum heutigen Gastgeber Rapid Wien. Vamos! Wir kommen nun zu ein paar Infos zum heutigen Gastgeber Rapid Wien.
Der Verein wurde am 22. Juli 1897 unter dem Namen Erster Wiener Arbeiter Fußballclub gegründet. Am 8. Januar 1899 wurde der Name dann in Rapid Wien umbenannt. Die Vereinsfarben sind weiß und grün und die Heimspiele werden im sogenannten Allianzstadion ausgetragen, das Platz für 28.345 Zuschauer hat. Rapid ist Österreichs Rekordmeister und kann daher natürlich viele Titel vorweisen. Die Wiener wurden bisher 32 Mal österreichischer Meister, 14 Mal österreichischer Pokalsieger, 4 Mal Supercup-Sieger, standen 2 Mal im Europacup-Finale und nahmen 9 Mal an der Europa League und 2 Mal an der Champions League teil. Außerdem wurden sie sogar, aufgepasst, einmal deutscher Meister und einmal deutscher Pokalsieger. Ihr habt euch nicht verhört. Das Ganze geschah in der Zeit des Nationalsozialismus, als Deutschland und Österreich noch vereint waren. Rapid Wien ist also auch auf der deutschen Meisterschale eingraviert und verewigt. Ja, und natürlich haben auch viele bekannte Spieler das Trikot der Grün-Weißen bereits getragen. Da wären zum Beispiel Peter Packholt, Andreas Herzog, Carsten Janka, Fußballgott, Gerhard Hanapi, Ernst Happel, Rekordspieler Peter Schöttl und Rekordtorschütze Hans Krankl, der in unglaublichen 449 Spielen sagenhafte 335 Tore geschossen hat. Noch ein absolutes Highlight bei den Rapidlern ist die gefürchtete Rapid-Viertelstunde. Sie hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Bei jedem Spiel des SK Rapid Wien wird traditionell zu Beginn der letzten 15 Minuten von den Anhängern die Rapid-Viertelstunde eingeklatscht. Immer wieder finden sich in Zeitungen Hinweise auf die berühmte Viertelstunde, als die Grün-Weißen noch ein Spiel drehen oder entscheiden konnten. Da sind wir doch mal gespannt, wie sich das heute im Derby anfühlt. Und hier sind schon die ersten Anhänger von Austria Wien, treffen sich hier um 13 Uhr und gehen dann gemeinsam ins Stadion. Und wer kommt da angesaust? Cedric mit VIP-Shuttle-Service. Ja, alles gut, Junge. Ja, bei dir? Ja, passt. Und da hinten kommen jetzt gerade die Ultras an. Sieht man. Und schließen mit den anderen auf. Da hinten kommen jetzt die Ultras. Ich versuche so zu filmen, dass ich nicht mit drauf habe. Aber das ist nicht. Schaut schon gespenstisch aus, wenn die hier antreten. Ja, schon. Und der Kapo stimmt die Austria-Fans ein. Sogar vom Dach werden die Fans von der Polizei beobachtet. So, ich habe hier den Ledri, ich habe hier den Ledri und den Philipp. So, Philipp, was tippt ihr heute? Hauptsache Derby-Sieg. Ja. Was tippst du? 2-1 für Austria. Gut, schauen wir mal. Gutes Spiel, gell? Danke. Also brav bleiben. Ja, Leute, jetzt geht's los. Der Marsch setzt sich in Bewegung. Jetzt geht's zur U-Bahn und wir schauen, ob wir da vielleicht mitfahren können. Spielt ja auch Franz Kretzig bei der Austria, der verliehen worden ist vom FC Bayern und hat einen sehr, sehr guten Einstand. Im ersten Spiel gleich eine Vorlage gemacht und im zweiten Spiel hat er schon getroffen. Den werden wir auch sehen. Wir ohne Gegner, wir sind die Weichen, lass es euch für immer. Oh, hab ich Scheiße, hab ich Scheiße. Hier startet gleich der Fanmarsch und man sieht, es raucht schon in den Veilchenfarben. Und hinter uns werden wir schön von den Polizisten begleitet.
hier bis ganz da hinten ist alles voller Polizeiwagen. Hier müssen die Gästefans jetzt in ihren Block, ich muss woanders hin und da strahlt schon das Allianzstadion raus im ganzen Nebel. Schauen wir mal rein. Also das ist krass, was hier an Polizei und so weiter ist. Es ist alles abgesperrt. Man kommt auch nicht so einfach überall durch. Echt krass. Merkt man, dass Derby-Time ist. Ja, Sedi. Wie ist dein Tipp für heute? Was sagst du? Ich sag 2-2. 2-2? Ja. Gerechtes macht ein Tor. Gerechtes Unentschieden ist auch besser. Dann kommen wir auch heil nach Hause, glaube ich. Ja. Ist klar. Und hier ist das Allianzstadion. Da werden wir jetzt gleich reingehen. Übrigens, Fun Fact, Rapid Wien konnte in 7,5 Jahren gegen die Austria keinen einzigen Heimsieg holen. Mal schauen, wie es heute wird. Ich habe richtig Bock auf das Spiel. Vamos! Ja, das ist der Preis der Loge. Ich darf jetzt einmal ums Stadion außen herum gehen, um zu meinem Platz zu kommen. Ekelhaft. Ja, jetzt waren wir gerade bei den Veilchen und jetzt sind wir hier auf der anderen Seite und da ist natürlich alles in grüner Hand. Da steht die Haupttribüne, da müssen wir hin. Hier ist mein Eingang, da geht's in die Loge. Hier ist dann der Eingangsbereich zur VIP-Loge. Und wir sind drin. Und hier geht's jetzt in die Loge rein, wo es auch was zu essen gibt. Schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Empfangskomitee steht auch da. Der erste Blick ins Stadion. Hier drüben haben wir schon die Austria Wien Fans. Auf der anderen Seite die Rapid Fans. Die Blöcke sind schon vollgepackt. Hier ist noch ein bisschen was frei, aber es wird gleich voll werden. Ich finde übrigens, dass ein super schmuckes Stadion ist. Haben sie echt schön gemacht. Klein, gemütlich. Stimmung muss bestimmt gut sein. Ja, und es ist richtig Feuer in diesem Derby. Es geht um viel. Ich blende hier mal die Tabelle ein. Es geht um den Einzug in die Playoffs. Beide wollen rein. Beide müssen gewinnen. Sind wir gespannt. Ja, ich hoffe, dass ich auch auf so einem Sitz sitzen darf. Schön gepolstert, gemütlich. Und das ist mein Platz, Sitz Nummer 69. Schaut euch das an. Schön gepolstert, wunderbar. So lässt sich's doch schauen. Ich komme gar nicht drauf klar, wie geil dieser Platz ist. Schaut euch das mal an. So nah dabei. Beim Warmmachen schon überragend. Bin gespannt, wie es dann im Spiel gleich wird. Ja, mit den Jungs hier sind wir vorher in der U-Bahn gefahren. Waren aber alle ganz nett. Geile Aktion eigentlich. Die Auswechselspieler gratulieren Geburtstagskindern persönlich und stehen Spalier. Bro!
von Rapid. Und hier die Choreo von Austria Wien. Und das Spiel wird angepfiffen. Los geht's! Und im Austria-Block brennt schon. Erste Chance. Und auf der anderen Seite brennt es auch schon. Und die Wien-Fans zünden ihr eigenes Stadion an. Chance Rapid, klar die bessere Mannschaft. Oh, Riesenschuss. Austria. Jawohl, gut geklärt. Und es wird gefeiert wie ein Tor. Seit Spielbeginn, 25 Minuten lang, brennt es in dieser Kurve. Wir hören nicht auf. Voll dabei. Der erinnert mich ein bisschen an Steffen Baumgart. Der tigert hier Kilometer runter. Oh, zu harmlos. Zur Abwechslung jetzt mal Rauchbomben. Und wie es aussieht, muss Rapid schon das erste Mal wechseln nach 31 Minuten verletzungsbedingt. Und hier kommt der neue Mann rein.
der Spielstand. Rapid! Ja! Ausfällt. In Wien und es steht 3:0 für Rapid. Hochverdient, Austria viel zu harmlos, Rapid voll im Spiel drin, deswegen auch verdient 3:0 vorne. Stimmungstechnisch überragend, was in diesem Stadion los ist und seit dem Anpfiff brennt es in beiden Kurven. Beide Mannschaften sind wieder da und es geht los zur zweiten Halbzeit. Und pünktlich mit dem Anpfiff brennt die Austria-Wien-Kurve. Chance für Austria, vielleicht geht noch mal was. Rapid kontert natürlich mit den nächsten Pyros. Freistoß für Austria. Oh. Nachschuss, nochmal die Chance. Und oh, vorbei. Habe ich schon erwähnt, dass es hier ab und zu mal brennt? Und Chance für Austria. Oh, was war das jetzt? Chance für Austria und oh, überragend gehalten. Wenn er das Tor macht, wird es nochmal richtig spannend. Oh, nächste Chance Austria. Sind jetzt besser im Spiel drin. Austria Wien wird jetzt langsam besser. Rapid muss echt aufpassen, dass hier nichts mehr anbrennt. 3:0 verspielen wäre schlecht. Und unser Freund ist wieder am Diskutieren mit dem Schiedsrichter. Chance. Ah, nähert sich immer mehr an. Gespielt. Jetzt flacht die Partie ein bisschen ab. Rapid zieht sich ein bisschen zurück. Doppelwechsel, wie es aussieht. Oswald kommt auch in die Partie. Und Guido Burgstaller da vom Platz runter. Mit einer super Leistung. Der ist zu weit. Hat gefährlich ausgeschaut. Jetzt wieder Austria im Angriff. Aber Torwart hat ihn. Und jetzt startet die bekannte Rapid-Viertelstunde. Und der Block brennt. Und Riesenchance jetzt aus hier. Oh! Wenn man solche Chance nicht macht, das ist bitter. Seit 80 Minuten brennt es in den Kurven durchgehend ohne Pause. Das ist echt der Wahnsinn, was die anzünden. Ui, war das ein Nachtreten? Jetzt wird es hektisch. Gelbe Karte. Kretzig muss aufpassen, der hat auch schon gelb. Jetzt wird es hitzig. Coaches wieder am Diskutieren. Schuss! Schade. Und er kommt, der kommt. Was eine Chance, schade. Super angenommen. Oh.
Cheers, Shake Hands nach dem Spiel. Sehr gut. In Wien 13:0 für Rapid. Hochverdient. Austria hat leider ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt. Aber was hier stimmungstechnisch und pyrotechnikmäßig los war, war überragend. Echt toll dabei gewesen zu sein beim Wiener Derby. Lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Lasst mir bitte ein kostenloses Abo da. Daumen nach oben, um die nächsten Stadionvlogs nicht zu verpassen. Ich bin bald wieder in Spanien. Ja, freue mich, wenn ihr da wieder dabei seid. Ich wünsche euch eine gute Nacht aus Wien und bis bald. Ciao.